Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Manifest Bundle von Armageddon Musik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Manifest von Armageddon Musik. Das Ganze erscheint am 20. März. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Jawohl, wir haben hier ein Bundle bestehend aus Stickern. Dann haben wir hier noch einen Album-Download-Code. Und in dieser Folie dann der weitere Inhalt. Wir schauen mal hinein. Wir haben hier dann noch ein Shirt. Dann haben wir diverse Sticker. Und natürlich das Album an sich. So, nachdem hier nichts weiter in Folie ist, brauchen wir kein Messer oder sonstiges, sondern können direkt mit dem Album starten. So sieht das aus. Wir haben hier ein reguläres Jewel Case. Armageddon Musik präsentiert. Manifest aus der Asche. Lesen wir darunter noch. Aber der Albumtitel hier oben fett zu lesen. Manifest. Was haben wir auf dem Cover? Es sieht irgendwie für mich ein bisschen so aus wie eine Holz- oder Metalloberfläche. Eventuell auch ein Gewehr. Also ich muss ehrlich sagen, es ist ziemlich nah aufgenommen. Ich tippe jetzt einfach mal auf Schusswaffe, aber ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Falls ihr das genau seht, schreibt es mir gerne. Auf der Seite lesen wir auch wieder Armageddon Musik Manifest. Dann haben wir noch die Katalognummer und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tracks. Allesamt von Künstlern, die bei dem Label unter Vertrag sind, also von Armageddon Musik. Bedeutet, auf diesem Album hören wir Rid One, Miliz, Limit und Patte. Keine Fremdbeiträge oder keine fremden Features von außerhalb des Labels. Barcode hier unten mit drauf, also das Album kann man auch regulär kaufen, nicht nur das Bundle. Und dann haben wir unten auch noch die Credits. Also, wir sehen hier gemischt und gemastert, Cuts, okay. Also die wichtigsten Infos hier unten zu lesen. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet, beziehungsweise zu dem Einleger. Wir haben hier einmal hier die vier Herrschaften auf dieser Doppelseite hier zu sehen. Also alle vier hier mit drauf. Chord und Sport ist am Start. Dann haben wir noch die Info zu dem Label, also einmal die Website, Instagram, YouTube und Facebook. Da findet ihr die Jungs. So wie natürlich auch noch ein weiteres Bild. Armageddon Musiklabel präsentiert wieder da. Jawohl. Ja, kann man eventuell auch als Vendicover verwenden. Ich werde es mal bei dem regulären belassen. Dann kommen wir zur Album-CD. Die ist in Schwarz und Weiß. Hier lesen wir wieder den Albumtitel, darunter das Logo des Labels. So sieht das aus. Rückseite in Schwarz. Dann haben wir Sticker mit dabei. 1, 2, 3, 4, 5. Fünfmal quadratisch, hier in Schwarz-Weiß und Rot. Auch hier lesen wir wieder Armageddon Musik. Das ist scheinbar das Label-Logo, und zwar dieser Adler, beziehungsweise in meinen Augen ist das wahrscheinlich eher ein Phönix. Und dieser Phönix hat hier scheinbar in den Flügeln, es sieht fast aus wie so Patronenhülsen oder wie so ein Patronengurt. Ja, also in meinen Augen ein sehr gelungenes Logo, bin generell großer Fan so von Adlern und Phönix und ja, Vögel, ähnlichen Greifvögel, ähnlichen Logos. Dann haben wir unten wieder Instagram und YouTube angegeben, also fünfmal quadratisch. Dann haben wir noch weitere Sticker und zwar sehen die so aus, die sind im Querformat. Real Keepers Bandcamp. Also dort habe ich auch gesehen, dort kann man auch das Bundle bestellen natürlich über Bandcamp. Wir haben hier noch 5 Sticker oben drauf, rechteckig in Schwarz und Weiß. Das Bundle gibt es wie gesagt über die Website bzw. über die Website von Armageddon Musik direkt. Und was ich auch spannend finde, das Bundle ist auch wirklich sehr streng limitiert, denn laut Website gibt es das Bundle 25 Mal.
Also das ist echt sehr, sehr limitiert. Und es war bei dem Shirt auch eine Größenauswahl verfügbar. Ich habe mich natürlich wie immer für M entschieden. Schauen wir mal kurz rein. Also wir haben hier ein Gilden Heavy Cotton, 100% Baumwolle. Das Ganze ist in Größe M und made in Honduras. Grüße gehen raus. Ja, Größe M, wie gesagt, habe ich mich dafür entschieden, aber es gab von S bis XL alles zur Auswahl, also je nachdem, was ihr bevorzugt. Das Shirt an sich kommt in Schwarz und hat hier auf der Brust wieder diesen weißen Schriftzug, den wir schon vom Albumcover kennen. Wir erinnern uns, genau, den Manifest-Schriftzug. Genauso sieht er aus. Ich hätte auch ehrlich gesagt diesen Phönix, dieses Logo da bevorzugt. Also wenn der hier auf dem Shirt gewesen wäre, wäre sicher auch nicht verkehrt. So, dann schauen wir mal auf die Rückseite. Die ist blank schwarz. Hier ist weiter nichts drauf. Okay. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir etwas, was ich mir generell für mehr Bundles wünschen würde. Das gibt es in meinen Augen zu selten. Und zwar haben wir hier einen Download-Code. Den Download-Code zum Album in digitaler Form. Also Manifest Armageddon Musik lesen wir hier, auch wieder das Cover. Und hier steht eben redeem@armageddon.bandcamp. Bedeutet, dort kann man das Ganze einlösen. Also mit Hilfe dieses Download-Codes könnt ihr dann das Album auch noch digital runterladen und seid somit nicht nur zwangsmäßig auf die CD angewiesen, sondern könnt euch das Ganze auch noch digital besorgen. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann haben wir Sticker mit dabei, fünfmal diesen hier, quadratisch Armageddon Musik mit dem Logo hier. Dann haben wir fünfmal diesen hier, Real Keepers im Querformat, rechteckig. Den Download-Code zum Album, sowie natürlich auch das Album an sich auf CD mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, Manifest von Armageddon Musik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Armageddon Musik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.